Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, ganz frischen Let's Play Projekt auf diesem wunderschönen Kanal, der da heißt Noobs Unlimited. Das hier ist ein neues Projekt, wie ich ja schon gesagt habe. Ist schon so leicht angekündigt gewesen. Kurz gefasst, ihr werdet es am Titel und am Thumbnail schon erkannt haben. Der klassische Text hier an der Stelle mal eingeblendet. Ich will es nochmal kurz anmerken. Und zwar wird das hier ein Solo-Let's Play. Genau, das wird jetzt ein Let's Play aus meiner Sicht. Weil das ein Spiel ist, was wir hier spielen, was jetzt Lawrence nicht so interessiert. Plus, der ist nicht so der Computerspielemensch. Und deswegen habe ich mich hingesetzt und habe gedacht, nehme ich das mal auf und nehme das mal als Projekt. Und ich habe in der Zeit nämlich direkt vergessen, was ich machen wollte. Ich wollte nämlich schon einen Timer stellen. Timer. Und zwar werden wir es wie bei den Arc-Folgen machen. Ich werde mir einen 25-Minuten-Timer stellen. Obwohl, ich glaube, ich stelle den diese Folge noch nicht. Ich gucke einfach gleich auf der Aufnahme mal so zwischenzeitlich. Aber regulär sollen die Folgen so zwischen 20 und 30 Minuten irgendwo sein. Jetzt natürlich dazu, was wir spielen. Und zwar, ich klicke mal ins Game, dann hört ihr auch schon mal einen Sound. Schönes Geräusch. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt welches Spiel, aber wie gesagt, ihr werdet es ja schon realisiert haben, wenn ihr lesen könnt und das Thumbnail erkannt habt. Genau Leute, wir spielen Star Wars The Old Republic. Kurz zusammengefasst, einfach für mich ein Spiel, das habe ich schon so oft angefangen zu spielen, immer mal wieder, wenn ich mal nicht wusste, was ich spielen soll. Und ja, da habe ich das genommen, mir gedownloadet und gespielt, da ich ein riesen Star Wars Fan bin. Ich liebe Star Wars und ich jetzt vor kurzem natürlich, wie wahrscheinlich jeder Star Wars-Fan auch, die Obi-Wan Kenobi-Serie gesehen habe und davor nochmal Book of Boba Fett und The Mandalorian Staffel 1 und 2 mir gegönnt habe und jetzt auch wahrscheinlich dieses Wochenende auch anfangen werde, mir nochmal die ganzen Star Wars-Filme in chronologischer Reihenfolge reinzuballern, bin ich übel auf dem Star Wars-Trip. Und ich habe mir gedacht, Alter, perfekt, ich nehme dieses Spiel das erste Mal jetzt auch auf. Wir werden dieses Spiel Let's Playen. Ich sag's jetzt schon, wenn es wie damals immer war, dass ich jetzt irgendwie nach einer gewissen Zeit denke, ah nee, so Bock habe ich jetzt doch nicht mehr, ich will nicht weitermachen, ist zu nervig, bla bla bla, dann werde ich das Projekt cutten, also abbrechen und einfach was anderes machen eventuell. Aber ich glaube, durch dieses nur 25 Minuten Folgen aufnehmen, ich will auch nicht so weit vorproduzieren, wird es wahrscheinlich sogar ein relativ langes Projekt geben. Und ja, wir gehen auf natürlich einen deutschen Server, Tulag, Horde. Ich wähle lieber auf Darth Malgus bester, und deutscher Server, Europa, ne, passt, zack, weiter. Und natürlich, ja, das ist nämlich jetzt schon der Punkt hier, natürlich kann ich jetzt direkt hier Legacy of the Siths, neues DLC, relativ neu tatsächlich, so wie ich es mitbekomme, kriegt 70 Charakterstufen, aber dafür müsste ich jetzt hier Geld bezahlen und das möchte ich nicht. Und ich möchte das Spiel von unten nach oben aufbauen, deswegen gehen wir jetzt auf Star Wars The Old Republic. Wir sind Stufe 1 und wir gehen rein in die Charaktererstellung. Und die wichtigste Frage, Leute, vorab. Dieses Video wird wahrscheinlich hauptsächlich Charaktererstellung sein. Ich kann mich da echt reinfuchsen und sehr, 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 sehr lang daran aufhalten. Soll aber nicht so schlimm sein. Aber jetzt erstmal die wichtige Frage. Was nehmen wir? Nehmen wir die Galaktische Republik oder nehmen wir das Sith Imperium? Ja. Also ich sag's so, wie es ist. Ich habe tatsächlich immer Sith gespielt. Love it, wirklich. Einmal einen, so auf Sith Imperium einen Attentäter oder so. Nicht Attentäter, einen Kopfgeldjäger. Und ich habe einmal ganz kurz Galaktische Republik gespielt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ne? I love Luke Skywalker. Keine Frage. Alle Jedi, sehr viele Jedi, beste Leben. Aber mein Herz, auch wenn es am Ende auch wieder eine gute Person ist, die auch ein guter Jedi theoretisch sein können, gehört aber den Darth Vader zum Beispiel. Darth Maul. Ich bin im Herzen ein Sith. Und das werde ich auch spielen. Was genau, das ist nämlich jetzt auch neu, das kenne ich so noch nicht, genau das nämlich. Aber es hat nämlich ein bisschen angepasst. Die Musik im Hintergrund, ich hoffe, es ist nicht zu laut, ich glaube aber nicht. So, jetzt müssen wir erstmal die Sache. Erstmal hier Sith Inquisitor. Immer, ja. Ist halt tatsächlich erst für mich jetzt durch Rebels, habe ich nicht so aktiv geguckt, aber halt auch vor allem jetzt halt durch Fallen Order und jetzt Kenobi-Serie so interessant geworden, weil ich jetzt weiß, was ein Sith Inquisitor ist. Und die gab es damals schon. Gut, hier in dem Fall ist es jetzt nicht so, hier in diesem Fall ist es jetzt nicht so, dass das halt von Darth Vader geführte Menschen sind, sondern ist einfach eine Art. Ich werde ein bisschen cutten. Ich sag's so, wie es ist. Ich werde mir jetzt zum Beispiel ein paar Sachen durchlesen, weil ich will von Anfang an schon das Richtige für mich finden. Ich glaube, ich habe da schon sowas. Aber ich will mir jetzt mal durchlesen, das heißt sowas wie
Kann ich da schon drehen? Nee, leider nicht. Sowas werde ich jetzt zum Beispiel rausschneiden. Ich lese mir jetzt gerade einfach mal alles hier durch. So, Leute, nach der längeren Zeit, die ich gedacht hätte, die ging schneller rum, habe ich mir das gerade einmal das mal durchgelesen. Also erstmal Kopfgeldjäger. Coole Klasse, gewiss. Habe ich, wie gesagt, mal kurz gespielt. Auch in sehr interessant mit den Hutten und alles. Ist wirklich eine geile Charakter, also eine Story auch dahinter, finde ich geil. Imperialer Agent. Gar keine Ahnung. Ich denke mal, das hier und das hier ist ungefähr ähnlich. Nimmt sich nicht so viel in der Geschichte. Genau wie das und das. Nämlich, es gibt, sage ich mal, die zwei Oberklassen. Also ich werde auf jeden Fall jemanden mit Lichtschwert nehmen. Es gibt einmal den Sith-Krieger und den Sith-Inquisitor. Der direkte Unterschied wird halt hauptsächlich die Vorgeschichte sein. Wie ihr seht, auch der Kleidungsstil ändert sich auch ein bisschen. Die Unterklassen, und das habe ich jetzt das erste Mal wirklich mir durchgelesen, glaube ich, sind tatsächlich aufgebaut halt, um auch mit einer großen Gruppe halt wirklich herzuspielen. Weil es gibt viele Missionen, wo du halt noch eine Gruppe brauchst. In dem Fall gibt es natürlich halt, wie in jedem MMO, einen Hexer, der halt in der Hinsicht, sage ich mal, Heilung und Fernkampf besitzt. Einen Attentäter, der Verteidigung und Nahkampf hat. Einen Marodeur, der Schaden, also der DD, Damage Dealer, und ein Juggernaut, also der Tank. So, mein Problem ist, normalerweise bin ich immer DD. Immer. Ich liebe es. Damage Deal, beste. Stärke, rein, jallern, zischen. Aber ich habe keine Lust, mit zwei Lichtschwertern zu kämpfen. Ich weiß nicht, ob man das machen muss. Ich glaube es nicht. Aber ich werde auf Juggernaut gehen und werde quasi schön, bam, leben, beziehungsweise aber auch gut Power. Jetzt die Frage halt, Sith Krieger oder Sith Inquisitor. Da bin ich jetzt gerade, ich glaube, ich werde den Krieger nehmen. Ich glaube, ich werde den Krieger nehmen und mal gucken, ob ich jetzt... Es ist nutzlos, mir Widerstand zu leisten. Jetzt wird sich zeigen, wozu Sith in der Lage sind. Ja, das ist das Problem. Das ist doch nicht etwa Angst. Ich muss nur wissen, wo der Spaß wartet. Okay, das ist jetzt... Oh, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, das macht jetzt für mich die Entscheidung, glaube ich, noch was anderes. Ja, ich werde den Sith-Krieger nicht nehmen. Ich werde den Sith-Inquisitor nehmen, weil ich dem seine Stimme tatsächlich mehr mag. Das ist der einzige Punkt jetzt gerade. Oder ich weiß es nicht. Ich werde die Republik in die Knie zwingen. Ah, der hat halt so eine kindlichere Stimme, finde ich. Ich nehme den Inquisitor. Ja. Ich kann mich gerade noch so dazu herablassen. Ja, den nehme ich. Jetzt geht's aber in das Schlimmere. Das hat schon lange gedauert und das ist jetzt das Schlimme. So, wir haben jetzt... Ah, auch geil. Die Twi'lek gibt's jetzt schon. Oh, wie heißt der hier? Kit Fistos, Shaktis, Rasse. Ich kann die Namen tatsächlich gerade nicht. Den Thorn, die Klasse. Natürlich auch die Sith-Klasse, wortwörtlich. Also hier in Zabrak, ah, schon geil. Es ist halt leider schade, dass das halt alles spielbar. Natürlich spielbar. Nicht spielbare Sachen sind. So, jetzt hast du hier die Auswahl zwischen quasi einem Zabrak, einem Menschen und halt einem Cyborg-mäßig. Was ist denn hier? Also, kann man ja auch auf zufällig gehen natürlich. Da irgendwas Cooles. Ah, ich weiß halt nicht, das Ding ist. Moment mal. Narben, Augenfarbe, Kybernetik. Kann ich nicht ganz ausmachen. Das ist nämlich das Problem bei der Kybernetik. Man kann sie, sage ich mal, ganz... Sagte man, aber ich will, glaube ich, keine Kybernetik haben, glaube ich. Ich glaube, ich werde tatsächlich ganz stumpf einen Menschen nehmen. Ich mache einfach mal ein paar Mal auf zufällig. Vielleicht kommt ja irgendwas Cooles. Oh, Namen überlegen, das wird auch noch schwer. Ich muss es gerade mal hören. Na, das war doch gar nicht so schlimm. Okay, also oder? Körperbau muss auf jeden Fall. Der kleinste Körperbau bei der Stimme. Ich muss nur wissen, wo der Spaß wartet. Nee. Das ist halt ein dickliger. Aber ich bin ein Krieger. Ich bin ein Sith-Krieger. Der muss Boom sein. So, jetzt gehen wir einfach mal hier durch. Wir müssen die, wie gesagt, die Stimme halt auch ein bisschen im Kopf behalten. Ich glaube, dass sie könnte. Ich mach der jetzt mal. Dann jetzt so mal neu. Herablassen. Halt auch kacke. Mal kurz gucken, ob hier irgendwas, wie gesagt, bei rumkommt, was man vielleicht schon nehmen könnte, so als Vorlage. Nee. Ich mache mal kurz alles auf Null. So, das ist blockiert. Das ist zack, runter, zack, runter, zack, runter. So, wir machen einfach erstmal wirklich bei der Kopfform. Da ist schon eine sehr gute Kopfform eigentlich. Aber die auch. Ich glaube, ich nehme einfach die Kopfform. Narben. Das ist jetzt sowas. Ist immer kritisch. Namen sehen meistens cool aus, aber irgendwann im Verlauf des Spiels hat man es dann doch sich satt gesehen. So, was haben wir denn hier für ein Horn? Oh, da verändern sich auch die Augenbrauen mit. Okay, da müssen wir ein bisschen drauf achten. Das ist halt so dieses Sith-korrumpierte, ne? Zerfressene Gesicht. Das ist halt schon geil. Ah, das war schon hier, ging schon in die richtige Richtung. Soll auf jeden Fall, wie gesagt, ein bisschen
Das sah komisch aus. Ja, das ist auch Sith korrumpiert. Man wird es noch sehen, aber das kommt auch im Verlauf des Spiels sowieso von selber quasi. Hm, gut. Oder keine Augenbrauen. Ne, die sind nicht so. Die sind nett. Die sind eigentlich sind es die, glaube ich. Eigentlich sind es die. So. Gehen wir mal auf Bärte, was wir da denn so haben. Nee. Wir machen erstmal Haare. Gehen wir von hinten. Gibt hier neue Sachen. Ich glaube nicht. Boah, das sieht schon cool aus. Das jetzt nicht so unbedingt. Das sieht auch nice aus. Das war die Frisur, die ich sonst immer genommen habe. Aber ich glaube, die will ich nicht nehmen. Iroh wäre natürlich auch cool. Ein Onkel Iroh. Yeah. Oder wir machen hier den Anakin. Er sieht nicht so gut aus, finde ich. Das sah halt auch krass aus. Aber das finde ich scheiße, dass dieses Gesicht so ein bisschen verbirgt. Ich glaube, ich habe es schon. Ich glaube, ich werde mal was ausprobieren. Und zwar... Mache ich den Iroh? Er ist halt auch so hoch, ne? Ja, er sieht halt auch schon gut, also natürlich jetzt nicht in der Farbe. Ich würde gerne was Dunkleres haben. Oder sowas Gräuliches. So ein richtiger Draco Malfoy. Das ist halt so Draco Malfoys Vibes, sag ich mal. Eine ganz, ganz schwarz auch nicht. Machen wir mal hier so einen, machen wir mal das hier. Gucken wir uns jetzt mal die Farben an. Also ich muss sagen, die hier, jetzt vielleicht sogar ohne die, sieht schon cool aus. Das ist ja vielleicht aber eher eine andere Haarfarbe bei. So, da war jetzt, das war's jetzt, so. Das sieht aber auch irgendwie interessant aus. Aber ist nicht so 100% das, was ich will. Das sieht wirklich stark aus, aber ich glaube es nämlich nicht. Hier, die wäre auch krass, eigentlich. Wie stelle ich mir halt so einen Krieger vor, ne? Wie stelle ich mir jetzt gerade so einen Krieger vor, der halt so richtig den Leuten aufs Maul gibt? Eigentlich halt schon so, ne? Ich sag mal so, viele Sachen werden ja eh erst durch die Rüstung quasi angepasst, sag ich mal. Der kleine Iroh, der ist es eigentlich, ne? Hier, der hier ohne den anderen Kack, das wert. Aber ich glaube, ich nehme echt den Iroh. Ich glaube, mache ich. Vielleicht aber jetzt mal noch eine andere Haarfarbe, mal gucken. Dunkelbraun, aber jetzt mal vielleicht jetzt hier so ein... Boah, das sieht schon cool aus, ne? Aber nicht ganz weiß. Nee, ich glaube, ich mache die doch hier. Oder das gefällt mir. So. Hautfarbe haben wir. Haarfarbe haben wir. Die Haare haben wir jetzt. Die Bärte noch. Ein Bart. Ein Bart kann das jetzt im Prinzip nur noch verbessern oder verschlechtern. Bis jetzt sieht es alles nach verschlechtern aus. So, das ist natürlich eine Auswahl, die jetzt... Was denn so ein... Das wäre halt eigentlich schon so ein kriegermäßiges... Das sähe aber auch gar nicht mal so schlecht aus eigentlich. Aber dann wäre, glaube ich, andere Haare wichtiger. Wir verlegen uns erstmal auf den Bart fest. Oh! Okay, die Kombi wäre heftig. Wir gucken uns mal die Bärte an. Mit verschiedenen Haaren. Im schlimmsten Fall cutte ich das hier auch raus, Leute. Also ich glaube, hier der Bart oder tatsächlich... Der hier, der könnte es sein. Problem ist, ich weiß, früher oder später will ich dem Charakter eine Maske aufsetzen. Das ist absolut Keanu Reeves. Ich habe Keanu Reeves gemacht. Geiler Scheiß. Okay. Jetzt macht die Frisur sogar noch mehr Sinn. Das ist übelst die Wikinger-Frise. Yo, ich glaube, das ist es. Ich glaube, das wird es sein. Vielleicht die hier? Ne, das ist so ein bisschen so... Okay, let's go, Leute. Wir fangen dann nochmal die Charakterstellung von vorne an. Wird aber bis jetzt rausgecuttet, also bis gleich. Was ein Scheiß, das habe ich schon mal erlebt. Let's go. So, Leute, da bin ich wieder, habe die Charakterstellung jetzt durch und ich würde den tatsächlich so behalten, wie er jetzt ist. Das sieht, glaube ich, ganz geil aus. Und ich glaube, man kann die Sachen ja auch nochmal, sag ich mal, verändern. Hoffe ich einfach. So würde ich es einfach lassen. Name... Irgendeinen coolen Bösewicht-Namen. Eine Stunde später. Okay, Leute, ich habe einen Namen, glaube ich. Ich weiß nicht, wie der mir eingefallen ist. Mal gucken, vielleicht gibt es ihn überhaupt nicht. Ich habe so einen Lord Darth Fennex. Hört sich irgendwie cool an, glaube ich. Name nicht verfügbar, das war ja klar. 2 Stunden später. Noch ein Name vielleicht?
Shay, Lord Shay, Darth Shay, keine Ahnung. Ich google gerade die ganze Zeit einfach Bösewichtnamen. Nicht verfügbar. Perfekt. Auf ein neues. 3 Stunden später. Fängst du jetzt mal an, mir gehen die Schilder auf. So, mal gucken, ob der Name funktioniert. Ich habe einfach mal gedacht, Kratos, der Gott des, Kratos vielleicht. Und ich habe mir die andere Frisur noch gemacht. Die gefällt mir doch besser. Und mit 2 A's. Ja, perfekt. Das ist der typische Scheiß. Der typische Scheiß, man kennt's. Ja, okay, let's go. Kratos. Kratos. Weiß ich nicht, wie ich darauf gekommen bin. Wir nehmen ihn einfach. Neue Freeze. Und einmal bitte voll den Copyright-Claim rein da. Deswegen, ich muss es leider stummen. Ich mach's einfach mal so, damit ich schon wenigstens labern kann. Ja. Prolog. Der Sith-Inquisitor. Die dunkle Seite wird immer stärker. Das Sith-Imperium hat einen bedeutenden Sieg gegen die Galaktische Republik und ihre Jedi-Beschützer errungen und dabei zahlreiche neue Welten erobert und versklavt. Nun herrscht ein zerbrechlicher Frieden und das Imperium schickt seine Sklaven zur alten Sith-Hochburg Korriban. In der Hoffnung, dort mächtige Relikte zu finden, mit denen die Galaxie beherrscht werden kann. This is my mission. Ich weiß genau, ich fühle mich gleich als Sith-Inquisitor nicht wohl, egal. Ein besonderes Machttalent unter den Sklaven wurde soeben aus der Knechtschaft entlassen. Um die dunklen Künste der Sith zu meistern oder bei den Versuchen zu sterben. Das bin ich. Das bin ich. Ich bin das Talent. Und jetzt werden erstmal mit einem Trainingsschwert ein paar eklige Kreaturen gebumst. Und ich würde jetzt einfach sagen, wir nehmen jetzt schon 41 Minuten auf, da kann ich viel rausschneiden. Ich stelle einfach mal einen Timer. Ich stelle den einfach mal. Nee, wir spielen, ich weiß genau, bis zu welcher Stelle wir spielen werden. Wir machen jetzt erstmal hier den ganzen Prolog und so. So, jetzt können wir mal wieder hier Lautstärke anmachen. Und ja, willkommen zu Let's Play. Ich weiß nicht, ob ich Let's Play nenne, weil, wie gesagt, ich werde es einfach abbrechen, wenn ich keinen Bock mehr habe. Willkommen zu Let's Daddle, Let's Zock, Star Wars The Old Republic. Und es geht los mit unserem Sith Inquisitor namens... Ich hab den Namen wieder vergessen. Perfekt, Digga. Ja, by the way, wenn das Projekt doch besser ankommen sollte, als eventuell gedacht. Wenn es doch besser ankommt als gedacht und ich doch mehr Spaß habe, man kann natürlich auch verschiedene Sachen machen. Dann können wir auch mal sagen, jo, vielleicht nehmen wir doch noch ein anderes Spiel auf oder einen anderen Spielstil. So, das sind wir also. In-game sieht der Charakter immer nochmal anders aus und ich gerade das Gefühl, hätte ich doch besser was anderes genommen. Ja, übrigens unser Gegenspieler. Den Anfang, wie gesagt, kenne ich ziemlich gut. Aber egal. Ich freue mich. Ah, endlich bist du auch eingetroffen. Hoffentlich hältst du dich nicht für etwas Besonderes. Und das ist sowieso das Beste jetzt. Es wäre eine Schande, wenn dir die Antworten geben zu können. Oder du glaubst, dass du die Prüfungen zum Sith nicht bestehen müsstest. Sind halt hier, ihr seht es jetzt gleich, Entscheidungsmöglichkeiten. Ich kann gute Sachen machen, es kann halt einfach um Sith spielen, der gut ist. Genau das werde ich tun. Und da kann man jetzt hier diese patzigen Antworten geben. Werdet nicht sentimental. Wir haben uns doch eben erst getroffen. Das passt noch nicht so ganz die Stimme, aber egal, scheiß drauf. Gut, der Rest von euch Insekten kennt seine Aufgabe bereits. Fangt an, während ich unsere Nachzügler auf den neuesten Stand bringe. Passt auf euch auf und macht euch keine Sorgen, alles wird gut. Er kann uns nicht alle töten. So, jetzt könnte ich natürlich flirten, ich könnte aber auch einfach... Sie ist nicht so mein Typ, deswegen... Ich greife von vorne an, ihr von hinten. Mal sehen, was er drauf hat. Ja. Ich glaube, das sollte ich ohne mich ausprobieren. Ich liebe diese Antwortmöglichkeiten tatsächlich. Und jetzt zu deiner Prüfung. In Ajunta Pauls Grab im Tal der dunklen Lords. Ihr seht hier, Gesicht der schon eher Sith-korrumpierter, sage ich mal. Wahnsinnig. Aber für Lord Sesh. Jetzt gerade gefällt mir mein. Oh, lol, was ist das hier? Sobald du ihn gefunden hast, wird er dich prüfen. Ich werde mein Bestes geben, um Spindral zufriedenzustellen und seine Prüfung zu bestehen. Doch genug. Leute, ich warne euch jetzt schon vor. Es kann sein, dass wenn ich im Schnitt des Videos... Kurz eine Sekunde. Ja, so. Kann natürlich sein,
dass ich gleich... Oh, jetzt hier erstmal. Ja. Ja, genau. Jetzt abonnieren natürlich. Oh, wie ging das nochmal? Ja, so. Okay. Wie mach ich das hier weg? Ich habe hier einen Posteingang. Interessant oder sowas. Hier, Posteingang. Lass mich da hin. Anmeldungsbelohnung. Ach so. Beanspruchen. Okay, cool. Ne, abonnieren möchte ich tatsächlich nichts. Du, das muss jetzt sein. Hier kannst du vielleicht klar machen. Perfekt. So, jetzt habe ich hier zum Wort. Ja, klar. Springen. Zack, zack, zack. Okay. Ja, die haben Missionen. Das ist klar. Logisch, 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 logisch. Inventarverwaltung. Bla, bla, bla. Ein bisschen runter, die Empfindlichkeit. Okay, let's go, das ist schon die kleinste. Ach, da steht jetzt sogar mein Dings oben drauf. So, hiermit ist, eins ist sowas angreifen, ja, kein Ziel, bla bla bla. Okay, let's go, so, jetzt gehe ich hier rein. Kann ich irgendwas schon machen? Nee, ne? So, jetzt habe ich wieder was Neues. Ja, Tutorial, bla. Das Tutorial-Gebiet ist halt, oh, jetzt ist ein neuer Spieler, cool. Ein bisschen hüpfen, ich muss hier raus, glaube ich, ne? Ja. So. Was ich gerade sagen wollte. Hier, nimm den, kann ich das glaube ich machen, ne? Genau. Was ich sagen wollte, dass es sein kann, dass wenn ich im Schnitt merke, dass ich eventuell doch eine bessere Einstellung oder ein besseres Aussehen oder irgendwas besser, okay, let's go. Was Besseres hätte nehmen können, optisch vielleicht. Werde ich es wahrscheinlich machen, das heißt, dann seht ihr im schlimmsten Fall in der zweiten Folge einen leicht anderen Charakter. Aber nichtsdestotrotz habe ich jetzt Bock und wir werden jetzt hier erstmal ein paar Leute bumsen. So, zack, gehen wir mal hier drauf. Angriff ist hiermit, wie greife ich an? So, eins. Wie greife ich an? So greife ich an. Okay, links, rechtsklick. Okay, perfekt. So, und ich kann jetzt hier zum Beispiel irgend so einen besonderen Angriff mit zwei Mann. Futz! So, da ist schon das erste gewesen. Let's go. Ich glaube, ich kann auch einstellen, dass die Kamera mitguckt, ne? Automatisch plündern, bla bla bla. Ziel per Mausklick auf Gelände. Hm. Kamera Drehpunkt aktivieren. Löst die Kamera vom Charakter, wenn sie auf Gelände trifft. Intelligente Kamera. Was passiert jetzt hier? Also, das ist doch viel besser. Das mag ich mehr. Ich kann zwar trotzdem, genau, ich kann trotzdem noch drehen, aber egal. So, was haben wir denn auf dem ersten Schlag? Ich glaube, der erste Schlag ist quasi der normale Schlag. 3 ist, glaube ich, kann ich meine Macht kanalisieren. Oh, der hat etwas gedroppt. Kann ich meine Macht kanalisieren, glaube ich, als Sith Inquisitor. Machen wir mal kurz 3. Oder auch nicht. Dann halt nicht. Ja, wie gesagt, das ist halt dieses Tutorial, ne? Ja, okay, perfekt, das wollte ich jetzt nicht machen. Muss halt. Was passiert? Achso, ich bin Level up, perfekt. Und ja. Ich sag mal so, das ist jetzt Tutorial Island hier. Ich wollte doch irgendwie so meine Quests. Geist ist. Das ist jetzt falsch hier. Doch. Betritt die Opferkammer. Ja, perfekt. Okay. Ja, wie gesagt, das ist jetzt hier erstmal komplett. Tutorial-Gebiet, jetzt bringst du dir quasi die ersten Sachen bei, kriegst die ersten Sachen quasi gelootet. Ja, let's go. Zack, zack, looten. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist, würde ich sagen. Konnte man sprinten? Also so kann ich... Oh, das wusste ich auch noch nicht. So. Let's go. Ich muss jetzt mit dem Typen reden. Komm mal her, Buddy. Moin, Werner. Entschuldigung, Akolyt. Sergeant Kormun. Moin. Das Infanteriekommando. Freut mich. Kann ich mit euch sprechen? Ja, hier Erlaubnis erteilt. Ich glaube, ich ändere das Aussehen. Ich glaube, ich ändere es nochmal. Ich glaube, ich ändere es. Ich kenne mich. Ich kenne mich. Etwas in der Art. Entweder ich beweise mich oder ich sterbe. Genau. Hier ist eure Gelegenheit, nicht nur vor den Aufsehern aufzuschneiden, sondern auch Bande zum imperialen Militär zu knüpfen. Ich befehle hier eine Mission, die Chlorschnecken in diesem Grab zu eliminieren. Chlorschnecken. Das sind schreckliche Biester. Mäuler, die größer sind als euer Kopf.
Ich habe drei Trupps guter Männer. Moin, Winne. Gegen sie verloren. Sie kommen in Rudeln. Sie verschlingen einfach so einen ganzen Mann. Wenn ihr versucht, mir das auszureden, funktioniert es nicht. Verstanden. Ich hatte gehofft, dass ihr bei meiner Operation helfen könntet, solange ihr da drin seid. Ich helfe. Verdammten Glorschnecken vermehren. Das ist kein Problem. Dass man sie nicht mit gewöhnlichen Methoden. Ich muss ihr Ruhm. Also haben wir ihre Brutkammern ins Visier genommen. Sie sind völlig durchgedreht. Ja. Wir konnten an allen Brutkammern Sprengsätze platzieren, aber die Chlorschnecken haben uns erwischt, bevor wir sie zünden konnten. Ich sollte mich das kümmern, Flächenfilet in der Taktik. Seid ihr sicher, dass euer Plan tatsächlich funktionieren wird? Ich weiß es nicht. Ich muss es man drückt hoffen, sich auch nie so leider so aus, wie man es will, weil für mich war das jetzt ja eine bitchige Antwort und das hier war jetzt so. Dann können wir sie auslöschen. Im Hintergrund kämpft gerade einer. Chlorschnecken nicht. Sie sind viel schlauer, als sie aussehen. Tja. Und ich würde einfach sagen... Oh, das ist ein cooler Name. Ich würde einfach sagen, wir machen hier tatsächlich jetzt den ersten Schnitt und nehmen das hier quasi jetzt als Anhaltspunkt für die nächsten Folgen. Das Tutoriale. Und, ja. Genau, das wäre jetzt meine Idee. Ich werde jetzt hier, wie gesagt, einen Cut machen. Leute, ich denke, ich werde den Charakter nochmal überarbeiten. Ich werde euch das aber nicht antun. Ich werde ihn nochmal überarbeiten. Optisch ein bisschen irgendwas anderes. Ich weiß noch nicht, was genau. Nichtsdestotrotz hoffe ich, ihr schaltet beim nächsten Mal ein. Ich hoffe, euch hat der erste Part gefallen. Es ist jetzt hauptsächlich Charakter erstellen gewesen, ein bisschen labern und. Aber auch also als erster Part, so als Einleitung. Ja, hätte ich jetzt gesagt, reicht es so erstmal. Und ja, nichtsdestotrotz schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Ich weiß noch nicht, wann die Folge kommt. Also es wird jetzt nicht wöchentlich kommen. Vielleicht schon. Vielleicht mache ich da irgendwie einen extra Upload-Plan. Ich weiß es noch nicht. Entscheide ich alles spontan. Es wird nicht hundertprozentig wöchentlich kommen, aber es wird kommen. Deswegen lasst gerne ein Abo da, wenn euch dieses Spiel gefällt, wenn ihr Star Wars-Fans seid. Und ja, ich will jetzt nicht noch mehr um den heißen Brei reden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin, ciao.